Das Priesterseminar Collegium Willibaldinum im Herzen der Bistumsstadt Eichstätt. Hinter diesen Mauern spielt sich seit 450 Jahren eine wechselhafte und bedeutungsvolle Geschichte ab. Trotz der Veränderungen der Zeit ging und geht es hier doch immer um eines: die Ausbildung junger Männer zu Priestern. Heute leben 28 sogenannte Alumnen hier, die ihre Berufung prüfen und sich auf den Weg zum Priestertum vorbereiten. Ihr Alltag ist dabei vor allem geprägt von Gebet und Studium. Das Zusammenleben im gleichen Haus soll die Mitverantwortlichkeit stärken und die soziale Kompetenz fördern. Die Komponenten, die für das menschliche Miteinander wichtig sind, wie etwa Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Fleiß, bilden das Fundament auch im Priesterseminar. Dass diese Tugenden eingehalten werden und gewöhnliche Arbeiten reibungslos ablaufen, ist für das Zusammenleben in der Seminargemeinschaft genauso wichtig wie in einer Familie. Das gemeinsame Leben im Seminar soll den Priesteramtskandidaten helfen, zu reifen und zu eigenständigen Persönlichkeiten heranzuwachsen. Die Seminargemeinschaft empfinden die meisten dabei als Hilfe und Unterstützung auf ihrem Weg. Ich denke, dass die Gemeinschaft sehr wichtig ist, dass man eben Teamfähigkeit lernt, dass man sich auf andere einstellen lernen kann und solche Dinge. Gerade in unserer Kursgemeinschaft, also mit denen ich gemeinsam studiere im gleichen Semester, da haben wir ein sehr enges, freundschaftliches Verhältnis, wo wir uns über die unterschiedlichsten Dinge austauschen, sei es persönlicher Art oder auch theologisch, und erlebe die Zeit gerade wegen den Mitbrüdern auch als sehr schön hier. Die musikalische Ausbildung spielt eine wichtige Rolle in der Formung der angehenden Priester. Die Alumnen erhalten ab dem ersten Semester bis zum Ende ihres Studiums wöchentlichen Einzelunterricht von mindestens einer halben Stunde. Zu den Unterrichtsstunden gehört auch der theoretische Musikunterricht. Dazu besteht für die Alumnen noch die Möglichkeit, Instrumentalunterricht zu nehmen. Bei Interesse sind sie außerdem Mitglieder des Alumnenchors oder der internen Schola, die wöchentlich ein- bis zweimal mit dem Musikpräfekten des Seminars probt. Es geht darum, dass die Leute lernen, einen normalen Ton zu entwickeln, frei von, sagen wir mal, Fremdeinflüssen oder seltenen Einflüssen, dass sie ordentlich sprechen, sodass sie verstanden werden können, auch im Singen verstanden werden können, und dass sie allgemein einen Einblick bekommen in das musikalische Leben. Hoffnungslose Fälle gibt es für Musikpräfekt Rudolf Pscherer nach 33 Jahren nicht. In den meisten Fällen können stimmliche oder allgemein musikalische Schwierigkeiten repariert werden. Und das ist gut so, denn der Gesang und musikalisches Verständnis sind wichtig für Priester. Wenn ich vom Beruf des Sängers absehe, ist der Priester eigentlich der Einzige, der von Amts wegen öffentlich singen sollte. Ich denke, das zeigt schon, dass es eine enorme Bedeutung hat. Andererseits, natürlich ist das, was er weitgehend macht, eher Sprechgesang, das heißt Unterlegen von Singformeln unter einem Text. Und ich denke, diesen Bereich kann jeder erlernen. Ein anderes praktisches Ausbildungselement für die Priesteramtskandidaten ist die Stimmbildung. Dreimal im Semester erhalten die Studenten rhetorische Unterweisung. Für die Sprecherziehung kommt eigens eine Lehrerin aus München. Mit ihr üben die Seminaristen beispielsweise, wie man das Evangelium richtig vorträgt oder worauf bei der Betonung, der Lautstärke und dem Ausdruck zu achten ist. Die Seminarleitung legt auf dieses Ausbildungselement großen Wert. Die Sprache ist unser tägliches Brot. Wir müssen jeden Tag mit unserer Sprache auf die Menschen zugehen, wenn wir Liturgie feiern, wenn wir predigen, wenn wir Gespräche führen oder auch einfach so in Kontakt sind mit der Pfarrgemeinde. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich gut ausdrücken kann, dass man auch stilistisch sich sauber ausdrückt, dass man verständlich und deutlich spricht. Und so ist also die Sprecherziehung ein wesentliches Element in der Ausbildung, worauf wir sehr großen Wert legen.
Das Leben im Priesterseminar bedeutet auch das Hineinwachsen in ein geistliches Leben. Deshalb gehören gemeinsame Gebetszeiten, wie etwa das Stundengebet und eucharistische Anbetung, sowie die tägliche Feier der Heiligen Messe zum Tagesablauf der Priesteramtskandidaten dazu. Das Ziel, das wir im Seminar haben, als Spiritual vor allem, ist, das sollen nochmal geistliche Hirten werden. Wir haben also eine pastorale Zielsetzung. Wir wollen nicht bloß Theologen ausbilden oder Pastoraltechniker oder Psychotechniker, sondern wir wollen Menschen ausbilden, die mal später Seelsorger, Hirten werden. Also wichtig ist mir, dass sie liebesfähige Menschen werden, die vom Geist Jesu Christi geprägt sind. Bei der persönlichen Reifung der Seminaristen hilft besonders der Spiritual bzw. ein anderer geistlicher Begleiter. Das geistliche Leben im Seminar umfasst neben den täglichen Gebetszeiten geistliche Vorträge, zusätzlich Kurse zur geistlichen Stunde, wo die Teilnehmer ganz persönlich über spirituelle Fragen sprechen, die Heilige Beichte ist empfohlen und außerdem gibt es noch geistliche Einzelbegleitung. Jeder Alumne hat einen geistlichen Begleiter, mit dem er seinen ganz persönlichen Glaubensweg bespricht, der ihn auf seinem Lebensweg begleitet. Solche Gespräche sollen monatlich stattfinden. In einem Priesterseminar gibt es ein Forum Externum und ein Forum Internum. Regens vertritt das Forum Externum und der Spiritual das Forum Internum. Ich habe Schweigepflicht, was mir die Studenten sagen, auch in der geistigen Stunde, das darf ich nicht weitersagen. Es ist eigentlich eine wunderbare Einrichtung, dass die Kirche ein Forum Internum hat. Einen geschützten Raum, wo jemand ganz ehrlich, ohne Bedenken über sich sprechen kann und die Gewissheit hat, das bleibt beim Spiritual. Es sind nicht nur spirituelle Fragen, sondern auch Probleme mit der Gemeinschaft, im Alltag, im Studium, Lernstörungen, gesundheitliche Probleme oder Fragen des geistlichen Lebens. Das alles hat seinen Platz in der geistlichen Begleitung. Der Spiritual des Priesterseminars versucht, auf die Seminaristen einzugehen, sie abzuholen, wo sie stehen und sie weiterzuführen im Geist des christlichen Glaubens. Mir ist es ungemein wichtig, dass die Studenten eine tragfähige, aber auch eine gesunde Frömmigkeit entwickeln. Denn nicht alles, was fromm klingt, ist auch schon heilsam. Da muss man schon die Geister sehr, sehr prüfen. Und da lege ich großen Wert darauf, dass die Frömmigkeit, das geistliche Leben, das sie hier lernen, gesund ist. Also biblisch orientiert und auch vom Menschlichen her gesund. Menschliche Reifung spielt in unserer Ausbildung eine große Rolle. Das geistliche Leben bildet eine Hauptsäule im Leben der Alumnen. Gebet und geistliche Leitung, das sind für sie Stützen und Hilfestellungen auf ihrem Weg der Reife und auf ihrem Weg als Priesteramtskandidaten. Es sind auf jeden Fall optimale Voraussetzungen gegeben. Wir haben den Luxus, dass wir nur 10 Meter zur Kapelle gehen müssen. Für mich ist es auch so Grundpfeiler vom ganzen Leben hier und Studieren. Für mich persönlich ist das Gebet die Quelle meines Lebens. Also ich kann nur mein Leben auf Gott ausrichten, wenn ich auch mit ihm im Kontakt bin. Das heißt, wenn ich mit ihm bete, das passiert auf meinem Zimmer persönlich, aber auch in der Gemeinschaft. Und da kann die Gemeinschaft einen schon tragen, weil nur als Weggemeinschaft kommt man auch zum Ziel. Das Wesentliche im Priesterseminar, es geht um Gott. Und das wäre vielleicht etwas, was ich mir in Zukunft wünschen würde, dass der Glaube nicht bloß eine Nebenrolle hat, sondern eben eine Hauptrolle und dass ich lerne, im Endeffekt meinen Glauben zu leben und auch zu beten. Das geistliche Leben der jungen Männer wird ergänzt durch das Theologiestudium. Die wissenschaftliche Ausbildung zum Priester erfolgt an der Theologischen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Das Studium umfasst in der Regel 10 Semester. Die Priesteramtskandidaten haben biblische Fächer, befassen sich mit der Auslegung des Alten und Neuen Testaments, sie beschäftigen sich mit der Lehre der Kirche, der Kirchengeschichte, mit Fragen in der Seelsorge, Predigtlehre, wie man Religionsunterricht gestaltet, Liturgiewissenschaft, Philosophie und vieles mehr. Kurzum, die Seminaristen studieren die katholische Theologie in ihrer gesamten Breite.
Mir wäre wichtig, dass die Theologiestudenten hier während des Studiums wirklich die Theologie beherrschen lernen, dass sie die Methoden auch der verschiedenen theologischen Disziplinen kennen, dass sie theologisch argumentieren können und auch auf die Fragen, die Menschen heute haben, Antworten geben können aus dem christlichen Glauben heraus. Antworten, die wissenschaftlich auch fundiert sind. Das wäre das Wichtige und dazu hilft das Studium an der Universität und dazu trägt auch bei das Leben im Priesterseminar. Und ich wünsche mir eben, dass dieses Seminarleben auch von der Theologie geprägt ist, dass die Studierenden auch da diskutieren in theologischen Fragen, dass sie Freiräume haben für das wissenschaftliche Studium. Und dann gibt es ein harmonisches Miteinander von Seminar und Fakultät. Und das ist auch bisher so. Im Kern studieren die Priesteramtskandidaten Theologie genauso wie andere Studenten auch. Aber die Seminaristen haben in den einzelnen Fächern mehr Stunden. Auch die Praxis spielt eine größere Rolle. Im Laufe ihrer Ausbildungszeit begleiten und vertiefen Praktika in Pfarreien, in der Jugendarbeit und Schule die theologische Ausbildung der Alumnen. So sollen sie sowohl praktisch als auch theologisch-wissenschaftlich gut vorbereitet sein für ihre Zukunft als Priester. Man muss ein fundiertes Wissen haben, vor allem auch im Kirchenrecht, in der Dogmatik, in der Kirchengeschichte, weil aus der Geschichte kann man viel lernen und kann auch die Tendenzen für die Zukunft ablesen. Und ich denke, da sind wir hier in Eichstätt gut aufgestellt. Es ist ein ganz buntes Spektrum, dass man Vorlesungen hat an der Universität. Und gerade die Breite, die es da im Studium gibt, finde ich sehr schön, sehr bereichernd, auch wenn mich jetzt nicht alle Bereiche gleich faszinieren, aber es ist trotzdem großes Panorama, das sich da auftut. Ja, die Theologie ist sehr wichtig. Ich bin andererseits auch froh, dass wir ja nicht nur die Theologie-Ausbildung haben, also dass das Seminar die Ausbildung noch ergänzt oder vielleicht uns immer wieder auf den eigentlichen Kern der Ausbildung zurückverweist. Also die Theologie ist eingebettet, idealerweise in ein geistliches Leben natürlich. Trotz der guten wissenschaftlichen Ausbildung fällt es gerade am Anfang nach dem Studium oft schwer, das, was die Seminaristen an der Universität gelernt haben, zu verbinden mit den Anforderungen in der Gemeinde. Auch das auf sich allein gestellt sein ist eine Umstellung weg von der Seminargemeinschaft. Aber gerade dadurch, dass man im Seminar Gott im Gebetsleben kennenlernen darf, sich mit den Mitbrüdern teilweise arrangieren muss, da Freundschaften pflegen darf und da so intensives Zusammenleben stattfindet, ist man da schon gut vorbereitet, glaube ich. Eine wirkliche Vorbereitung ist natürlich sehr schwierig. Also die Situation wird später ganz anders sein. Und in dem Sinne ist natürlich immer ein Bruch da, denke ich, nach der Seminarzeit. Aber man lernt ja auch in den Semesterferien für sich alleine zu sein, zu arbeiten. Und das Gemeinschaftsleben ist, denke ich, eine Zeit, in der ja auch Freundschaften für das spätere Leben entstehen, die dann auch für den Priester sehr hilfreich sein können. Und es ist eine Erfahrung, die ich nicht gerne vermissen würde. Das Thema, das im Priesterseminar seit Jahrzehnten und Jahrhunderten schon die entscheidende Rolle spielt, ist das der Berufung. Mit dem Ruf Gottes hat alles begonnen. Darum sind die jungen Männer hier. Sie prüfen ihre Berufung und bereiten sich vor auf ihr Leben im Dienst Gottes und am Menschen. Ihre Wege und der Ruf Gottes, der sie bis ins Priesterseminar geführt hat, sind ganz unterschiedlich. Was aber allen gemein ist, sie brauchen Ermutigung und Unterstützung im Gebet. Als Bischof des Priesterseminars möchte ich zunächst einmal ermutigen, die jungen Menschen in ihrem Weg bestärken und ihnen auch die Wertschätzung zuteil werden lassen, wenn sich heute ein junger Mensch gerufen weiß und aufbricht, Priester zu werden. Da meine ich, braucht er auch einen Raum der Ermunterung, einen Raum der Bestärkung und nach Kräften will ich dazu beitragen und vor allem auch um gute Berufungen beten und beten, dass das Volk Gottes für Berufungen weiterhin fruchtbar bleibe. Alle anderen, die in der Ausbildung tätig sind, vor allem aber die Seminarleitung,
versuchen, diesen Dialog zwischen Gott und dem Gerufenen zu stärken oder durch Nachfragen lebendiger zu gestalten. Das Positive, das Gute herauszustreichen, damit der Einzelne bestärkt weitergeht. Das Wichtigste ist sicherlich für den Priester, dass er eine ganz lebendige und persönliche Beziehung zu Christus findet. Das ist auch unser erstes Ziel hier im Seminar, dass der Priesteramtskandidat im Gebet, in der Feier der Sakramente, in dem Miteinander der Hausgemeinschaft Christus findet, mit ihm täglich in einem lebendigen Dialog steht und diese Fragen, die in ihm aufkommen, im Hinblick auf seine Zukunft, er diese mit Christus bespricht. Mir ist die Authentizität wichtig, dass sie einfach ehrlich, aufrichtig sind, dass sie erkennen, worauf es ankommt, dass sie natürlich fundiertes Studium absolvieren, dass sie auch gute Leistungen bringen, dass sie auf einem guten Fundament stehen, auch theologischer Hinsicht, dass sie später Rede und Antwort geben können, Rede und Antwort stehen können im Alltag, in der pastoralen Arbeit, aber dass sie auch menschlich einfach reifen und in der Gemeinschaft sich gut einbringen, dass man auch merkt, dass sie Interesse haben, eben was weiterzubringen, was voranzubringen. Die Berufungen erwachsen aus dem Volk Gottes. Sie sind Ausdruck der Frömmigkeit und des geistlichen Lebens in den Gemeinden. Die Priesterberufungen dienen andererseits dazu, den Glauben in den Gemeinden, in der Kirche, lebendig zu halten. Ich habe es mir für mich gar nicht vorstellen können. Das war, ich wollte das eigentlich nicht, aber ich habe gemerkt, das zieht mir immer mehr irgendwie dahin. Und ja, irgendwann habe ich mir dann gedacht, oder ist mir das auch so zugesprochen worden, wenn doch Gott das will, was ich hoffe, dann löst er schon die ganzen Probleme und die ganzen Unvollkommenheiten von mir, mit denen macht dann er dann schon das Richtige. Und dann habe ich mich in das Wagnis und Abenteuer gestürzt. Ja, ich denke zunächst mal, weil Gott mich dazu berufen hat, ist vielleicht ein bisschen eine einfache oder billige Antwort, aber ist, denke ich, doch die einzige Antwort, die auch trägt. Also natürlich will ich auch gerne Menschen helfen und will ich gerne Menschen zeigen, dass der Glaube schön ist und so weiter. Aber das kann man ja auch ohne Priester zu sein. Also ich denke wirklich, der Grund, das als Priester machen zu wollen, das ist wirklich die Berufung Gottes, also die geheimnisvolle Stimme Jesu, die man nicht so unbedingt weiter erklären kann oder beweisen kann oder darlegen kann. Das Collegium Willibaldinum war mit seiner Gründung am 26. November 1564 das erste Priesterseminar dieser Art nördlich der Alpen. Seit der Zeit, als damals die Statuten aufgeschrieben wurden, hat sich viel verändert. Den Seminarbetrieb in den 450 Jahren aufrechtzuerhalten, war oft schwer. Lange stand es schlecht um die finanziellen Mittel des Seminars. Die Zahl der Alumnen schwankte stark. Besonders schwierig war die Lage in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Eichstätter Seminarleitung und der damalige Bischof versuchten energisch, die staatliche Einflussnahme in die Priesterausbildung zu verhindern. Die Gestapo war teilweise wöchentlich im Haus. Auf einer Druckpresse im Priesterseminar sollen Widerstandsschriften und kritische Texte gedruckt worden sein. Es war hier so das Zentrum des Widerstandes, kann man sagen. Hier in der Druckerei wurden viele jener Schriften gedruckt, die also als antinationalistische Schriften gelten konnten. Hier waren die Leute, oder im Seminar und an der Hochschule waren die Leute, die im Untergrund also gegen diese Bewegung eigentlich agiert haben, soweit es ihnen möglich war. Sie waren vor allem die Vordenker antinationalistischer Ideen. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 war Eichstätt zeitweise die einzige geöffnete theologische Ausbildungsstätte in Süddeutschland. Die Folge? Viele Studenten und Priesteramtskandidaten fanden hier Zuflucht. Später hat sich das Seminar geöffnet, ist international geworden. Nicht nur die Zusammenarbeit mit Deutschlands einziger katholischer Universität zeichnet das Priesterseminar in Eichstätt aus. Das wohl wichtigste Alleinstellungsmerkmal des Collegium Willibaldinum im Vergleich zu anderen ist seine Verbindung zum Collegium Orientale.
Dabei handelt es sich um ein Priesterseminar für unterschiedliche Ostkirchen, das im gleichen Haus untergebracht ist. Dem Bistum Eichstätt geht es darum, der Kirche des Ostens zu helfen, Priester auszubilden und so einen weltkirchlichen Dienst zu leisten. Neben der theologischen Ausbildung an der Katholischen Universität erfahren die Priesteramtskandidaten des Collegium Orientale so etwas wie Ökumene innerhalb der ostkirchlichen Richtungen. Dazu kommt der direkte Kontakt mit den Alumnen aus dem römisch-katholischen Priesterseminar im gleichen Haus. Es ist tatsächlich etwas sehr Schönes, dass wir nicht nur ein Priesterseminar im Haus haben, sondern zwei, dass diese östliche Kultur in unserem Glauben hier im Haus präsent ist und dass die Alumnen in den verschiedenen Terminen, die wir gemeinsam haben, eben das ganz selbstverständlich mit aufnehmen können, wahrnehmen dürfen, was dort in der östlichen Kirche eben an Gebetstradition, an Denkmustern da ist und das im Austausch ebenso auch den Einzelnen gut vermittelt werden kann. Das Collegium Orientale und das Collegium Willibaldinum verbindet ein regelmäßiger Austausch. Im Ablauf des Semesters haben die Kandidaten beider Priesterseminare verschiedene regelmäßige Termine, bei denen sie zusammenkommen. Dann beten sie gemeinschaftlich, haben gemeinsame Messfeiern, treffen sich zum Austausch und essen. Nebenher besuchen die Alumnen und die Kollegiaten auch die gleichen Vorlesungen, begegnen sich im Haus und darüber hinaus auch bei persönlichen Feiern, zu denen sie sich gegenseitig einladen. So leben die Priesteramtskandidaten beider Seminare Tag für Tag Ökumene, was nicht immer einfach, aber fruchtbar ist. Die Internationalität, die lange Tradition, die Verbindung mit der einzigen katholischen Universität im deutschsprachigen Raum und mit dem Collegium Orientale sowie die kurzen Wege in Eichstätt als ideale Studienvoraussetzungen, das alles sind wertvolle Aspekte im Hinblick auf die Gestaltung der Eichstätter Priesterausbildung. Ich sehe auch sehr viele Chancen und Herausforderungen in dem, wie sich die ganze Priesterausbildung derzeit darstellt. Ich finde es sehr positiv und schön, dass wir eine sehr internationale Hausgemeinschaft haben, dass wir verschiedene Kulturen im Haus haben, die tatsächlich auch im gelebten Alltag sich bereichern und das einfach den Horizont der Einzelnen weitet. Ich finde es sehr schön, dass wir, denke ich, das kann ich so sagen, sehr überzeugte Kandidaten da haben. Ich denke, das spürt man auch bei unseren jungen Männern. Natürlich, so wie bei allen, selbst beim Regen, sind da noch Ecken und Kanten da. Wir sind alle nicht perfekt, wir sind alle noch nicht heilig. Aber ich glaube, dass allesamt doch sich sehr bemühen, da auf einem guten Weg zu sein. Auch für die Stadt und die Diözese Eichstätt hat das Priesterseminar eine große Bedeutung. Ich erhoffe mir gute Berufungen, lebendige Berufungen. Ich erhoffe mir, dass das Priesterseminar ein Ort des Hörens bleibt, des Hörens auf das, was Gott spricht, sowohl direkt zum Einzelnen, aber besonders auch durch die Kirche. Insofern ist das Priesterseminar ein Ort des Dialogs und zu diesem Dialog gehört auch das Gebet und zu diesem Dialog gehört auch das Wissen, wofür die Sendung ist, nämlich für die Kirche, für das Volk Gottes, nicht für das eigene Ego. Und dass dies immer präsent bleiben möge im Bewusstsein der Verantwortlichen wie auch der Gerufenen, das ist mein Wunsch. Und das Wichtigste ist, dass sich auch in der heutigen Zeit immer wieder überzeugte junge Männer finden, die ihr Leben in den Dienst Gottes stellen möchten. Männer, die sich gerufen fühlen, in die Nachfolge Christi zu treten und diesem Ruf entschieden folgen möchten. Der Gott, der sich mir in Jesus Christus zeigt, ja, der ist für mich so der treue Freund, der es sehr gut mit mir meint. Für mich spielt Gott die größte Rolle in meinem Leben. Ist klar, ich will Priester werden, ich will mich auf Gott ausrichten, ich will Jesus Christus ähnlicher werden. Da kann es niemand Höheren geben als Gott selbst. Und für mich ist es die Erfüllung. Seit 450 Jahren werden im bischöflichen Priesterseminar von Eichstätt, dem Collegium Willibaldinum, Berufungen geprüft und geformt. Doch nicht nur der Rückblick auf eine bedeutungsvolle Vergangenheit lässt innehalten.
auch die Hoffnung auf eine fruchtbare Zukunft. Eine Zukunft für die Kirche im Bistum Eichstätt, in Deutschland und weltweit.